Was rückt Ford an seinem Image? Die Werkstatt der Motorsportabteilung. Und hier wurde auch das Auto ausgebrütet, das Porsche-Fahrer neuerdings den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Mit Erfahrungen, die man im Motorsport sammelte, baute man hier den RS zusammen. Moin moin Leute und ein herzlich willkommen auf dem Kanal von mir. Heute geht's natürlich wieder an den Capri. Ja, ich bin auf jeden Fall erstmal sehr sprachlos gewesen, wie gut das Fahrvideo vom Capri angekommen ist. Also echt danke nochmal für das positive Feedback, ne? Hat mich sehr gefreut. Im nächsten Video werden wir auf jeden Fall wieder auf große Capri-Reisen gehen. Da zeige ich euch, wie der Moment läuft, also vom CO-Gehalt bzw. Lambda-Wert her und was ich schon gemacht habe. Muss auf jeden Fall noch was dran eingestellt werden, aber dazu mehr im nächsten Video. Heute habe ich ihn mal wieder auf die Hebebühne gesetzt, wollte mir einfach mal nach der Fahrt so den Zustand unten nochmal angucken, weil es kann ja auch natürlich sein, dass der irgendwo noch undicht ist oder ne, Hauptsache mal drunter gucken und gucken, was undicht ist, wenn was undicht ist. Und ja, dazu nehme ich euch natürlich gerne wieder mit. Hab auch aus der Community, der kleinen feinen Community, eine Nachricht bekommen. Also einen neuen Innenspiegel habe ich jetzt schon bestellt. Viele Grüße an den Manni. Der fährt, glaube ich, auch ein 2.6 RS. Ja, danke auf jeden Fall, dass ich da kostengünstig an sehr gut erhaltenen Rückspiegel gekommen bin. Der müsste jetzt auf Reisen sein. Den werde ich im nächsten Video auf jeden Fall einbauen. Den Aufkleber werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal abmachen. Ich habe schon einen neuen, der müsste hier, ja, da hinten liegt er schon. Den werde ich dann positionieren und dran kleben. Dann als nächstes, ich werde jetzt den Auspuffdurchmesser messen. Ah, sieht man hier ganz schlecht, aber hatte ich ja schon gezeigt, das sind so wie so Salzstängchen, die hier rauskommen. Ich muss einmal messen, wie groß der Durchmesser hier ist. Dann werde ich die, wie gesagt, abschneiden. Werde mir selber so Auspuffblenden quasi anfertigen und die hinten dran machen, weil das mit den Salzstängchen da hinten, das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ja, ich werde die Karre jetzt mal hochheben. Und dann werden wir mal weiter gucken, wie es von unten aussieht, ne? So, den Capri habe ich auf jeden Fall jetzt hochgelassen, habe mir das auch schon mal ein bisschen angeguckt. Sieht alles noch soweit sehr gut aus. Ist mir auf jeden Fall die Idee gekommen, im Winter, wenn ich da noch kein neues Projektfahrzeug habe, ne, werde ich auf jeden Fall mal die Hinterachsen und so, Hinterachse und die anderen Teile alles mal rausnehmen und mal neu pulvern lassen oder so, weil das sieht halt... Klar, ist halt leicht rostig, hier noch Farbnebel drauf und so was. Wenn man das macht, dann einmal vernünftig, ne? Hält ihr dann erstmal wieder für gut ein paar Jahre. Auspuffdurchmesser, also von den Salzstangen, habe ich ausgemessen, sind 45 mm. Ja, da werde ich gucken, dass ich mir Rohre besorge mit einem Innendurchmesser von 45,2 oder sowas. Dann werde ich die hier abschneiden. Mir die Blenden machen, drüber machen und mit einer Schelle festmachen oder vielleicht mit zwei punktuellen Schweißungen, würde ich jetzt mal sagen. Also hinten sieht alles top aus, kann man nichts sagen. Habe auch überall nochmal richtig Wachs drunter geknallt. Das sieht top aus. Also ich habe jetzt auch keinen Rost oder sowas gefunden. Klar, mal an ein, zwei Stellen so ein bisschen Flugrost und so. Da denke ich aber, ist normal. Wenn man das frühzeitig behandelt, muss man da erstmal nichts mehr machen, ne? So, jetzt kommen wir aber mal nach vorne. Ah, Getriebe ist leicht ölfeucht. Ich hatte das halt komplett sauber gemacht. Ich denke mal, dass das hier an der Zwischenstelle was undicht ist oder hier. Obwohl, ne, hier wird ja keinen Sinn ergeben, weil hier ist nichts drin. Das ist ja nur die Glocke, also wenn dann hier. Ja, und was ich natürlich noch gesehen hatte, ist hier vorne der Simmerring, der Kurbelwellensimmerring vorne, der ist auf jeden Fall undicht, den sollte ich mal erneuern. Ja, aber sonst sieht das alles sehr gut aus. Das Öl, was jetzt hier alles so ist, das ist von dem Simmerring, denke ich mal, rumgespritzt. Ein Ölwechsel hatte ich zeitgleich auch nochmal durchgeführt. Ja, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, das Öl war jetzt quasi 500 Kilometer oder sowas drin. Sah auch relativ gut aus, aber da der mal gesandstrahlt wurde und der Motor dabei nicht raus war, hatte ich Angst, dass jetzt im Motor quasi auch
noch das Strahlgut drin ist oder so. Aber sah alles gut aus. Neuen Ölfilter habe ich natürlich auch zeitgleich reingemacht. Hab mir jetzt auf jeden Fall noch überlegt, ich werde die ganzen Felgen abnehmen. Poliert hatte ich die ja schon mal. Ich werde die nochmal gründlich polieren und werde das Innere hier, ich werde die dann abkleben und werde das Innere alles schwarz glanz lackieren, weil das sieht nicht mehr gut aus. Das ist so richtig rissig und so. Ja, das habe ich mir überlegt, das mache ich jetzt die nächsten Tage über. Ja, ansonsten alles gut. Capri ist sehr dreckig, weil beim letzten Mal, wo ich gefahren bin, ja, kam ich in eine kleine Regenfront rein. Und ich sage euch, also wenn es feucht ist und man ein bisschen, also eigentlich normal durch die Kurve fährt, er fängt ja sofort hinten an zu kratzen. Also das ist, da braucht man hinten Betonsäcke drin oder was, weiß ich nicht was. Ja. So, das war es, glaube ich, jetzt erstmal mit dem Video. Ah ne, ich kann das Auto noch runterlassen. Kann euch den schicken Aufkleber da drauf zeigen? Obwohl, das ist ja eigentlich Pott wie Deckel, ne? Aber egal, machen wir das auch mal, ne? Den alten Aufkleber habe ich auch abgemacht. Habe den neuen hier drauf gemacht. Hat wunderbar geklappt. Habe den Aufkleber ein bisschen mit Eisluftföhn was warm gemacht. Lässt sich wunderbar runterziehen. Das können wir auch so mit Autos, die foliert sind oder ne, wenn ihr die Folie quasi abhaben wollt, einfach warm machen, runterziehen. Klar, wenn die Folie jetzt schon richtig alt ist, dann ist das immer ein bisschen scheiße so. Aber ja, so sieht es jetzt aus. So gefällt es mir. Jetzt ist es ein richtiger RS, Jungs. Ja, als nächstes werde ich die Felgen machen. Aber ich denke mal, für euch das nächste Video wird auf jeden Fall sein, wo ich ein bisschen an der Kugelfischer rumhantiert habe, damit er unter Volllast halt nicht abmagert oder zu fett läuft. Dann würde ich mal bis zum nächsten Mal sagen. Könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sind knapp an den 300 Leuten dran. Das freut mich auf jeden Fall richtig. Wenn der Capri mal fertig ist und ich echt was Geld beiseite gelegt habe, will ich echt mal versuchen, so Brot- und Butter-Oldies zu holen, die vielleicht auf dem Kanal vorzustellen, weil da haben bestimmt eine Menge Leute Bock drauf, sich sowas anzugucken. Jetzt nicht die übelsten Ruinen holen, erstmal ein bisschen reinarbeiten, Kleinigkeiten dran machen, die wieder verkaufen und so sich immer weiterarbeiten. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, ob ihr da auch vielleicht Bock drauf hättet. Also klar, dann würde ich halt auch mehr zeigen, wie ich das mache und so. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.